Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Bundesliga-Begegnung GWD Minden gegen Frisch auf Göppingen. Wir hatten einen Halbzeitstand von 14:12 und einen Endstand von 27:27. Das Spiel haben insgesamt 2313 Zuschauer in der Kamperhalle gesehen. Und ich darf recht herzlich begrüßen den Trainer von Frisch auf Göppingen, Markus Bauer, und bitte um dein Statement zum Spiel. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich weiß jetzt nicht, ob es richtig ist oder nicht. Also ich bin happy über den Punkt. Ich weiß nicht, wie bei Frank ist im Spielverlauf am Ende, wie es lief, wahrscheinlich nicht. Aber bin nicht zufrieden mit dem, wie wir als Mannschaft am Anfang gestartet sind und aufgetreten sind. Haben so den nötigen Biss ein bisschen vermissen lassen, haben auch gar kein Tempo sowohl von hinten raus bekommen, und auch im Angriff fand ich, dass der Ballfluss war sehr einschläfernd, und da braucht man sich nicht wundern, dass es heutzutage noch in der Bundesliga möglich ist, mit 20 Angriffen eine Halbzeit zu spielen. Das ist echt ein Skandal, und das stinkt mir Wahnsinn, weil wir haben vor ein paar Tagen noch ein Spiel gemacht, da war es eine richtige Rennerei und es hat eben Spaß gemacht, und insofern, entweder hat der Minden das gut gemacht oder wir haben einfach auch ein bisschen zu wenig gemacht, um das zu forcieren. Insofern können wir am Ende froh sein, dass wir nach 27:24 in den letzten zwei Minuten noch auf 27:27 gehen. War sicher ein Knackpunkt, die Parade dann beim Gegenstoß, wo Schego dann den Freien wegmacht. Wobei, darf der gar nicht frei vors Tor laufen, weil es vorher Fuß war, aber so ist es eben. Vielleicht hat dann irgendjemand geguckt und da dafür gesorgt. Ja, ich bin froh, dass wir den Punkt geholt haben und haben jetzt wirklich vier richtig intensive Spiele vor uns in kurzer Zeit, auch mit Europapokal noch eins dazwischen, und in denen wir hoffentlich mehr als einen Punkt holen. Insofern, danke, hat wieder Spaß gemacht, in der Kamperhalle zu sein, und bin gespannt, wie die neue dann aussieht, und hoffe, dass ich da dann auch dabei bin. Noch zum Abschluss, ich bin sehr happy, dass Sebastian Heimann nach 10 Monaten heute das erste Mal auf der Platte stand. Man hat schon phasenweise gesehen, wenn er im Innenblock steht, das macht schon was und das sorgt für gewisse körperliche Präsenz und auch Kompaktheit, und dann hat er noch ein Tor gemacht. Also insofern werden wir versuchen, in den nächsten Wochen ihn weiterhin sukzessive wieder in unser Spiel einzubauen und ihm Sicherheit zu geben. Und dann hoffen wir, dass er uns noch sehr viel hilft. Dankeschön. Vielen Dank, Markus, für dein Statement. Ich darf auch recht herzlich begrüßen unseren Trainer, den Trainer von GWD Minden, Frank Carstens, und bitte um dein Statement zum Spiel. Ja, bei mir ist es so, ich freue mich natürlich über den Punkt. Das kann ich schon sagen. Ein Punkt ist besser als keiner. Aber natürlich bin ich auch ein bisschen, genauso wie die Jungs in der Kabine, ein bisschen enttäuscht darüber, dass wir letztlich dann doch nur einen Punkt geholt haben. Denn Markus hat das völlig richtig beschrieben. Wenn wir 27:24 führen, nach so einem Kampf, nach so einem unfassbaren Kampf hier über 60 Minuten, die Jungs hingelegt haben, dann will man natürlich das Spiel gewinnen. Und da kann man dann über einzelne Situationen sprechen, was da die da dann zum Unentschieden noch geführt haben. Insgesamt haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so gut im Angriff gespielt wie in der ersten Halbzeit. Ich habe auch nachgezählt gerade. Die Effizienz in der ersten Halbzeit war erstaunlich, und eben auch, es waren sehr wenig Angriffe. Das war erstaunlich. Beim Rückzug würde ich sagen, es war tatsächlich unsere Leistung. Wir sind, glaube ich, gut zurückgelaufen. Im Angriff war es dann euer Ding. Das sehe ich auch so. Oder das war zumindest das, was wir gesagt haben. Und in der zweiten Halbzeit waren dann ein, zwei Momente dabei, wo der Ball ein bisschen besser lief bei Göppingen, sodass wir da ein bisschen hinten dran hingen. Da haben wir ein, zwei Zeitstrafen wieder gekriegt. Da müssen wir besser werden. Das ist der nächste Punkt jetzt. Ich bin aber froh über dass wir so dicht dran sind, dass wir die Aggressivität haben, dass wir es geschafft haben. Wenn man sich die ersten paar Minuten angeguckt hat, haben wir ganz wenig Unterbrechungen geschafft. Dann am Ende haben wir deutlich mehr geschafft. Das ist die Abwehrleistung. Damit bin ich sehr zufrieden. Und natürlich sind wir getragen worden, vor allen Dingen immer wieder in schwierigen Phasen von Malte Semisch. Also was Malte heute gehalten hat, das war unglaublich. Auch Philipp Auhanzu hat einen guten Schritt wieder gemacht heute.
in die richtige Richtung. Das hat uns getragen in der zweiten Halbzeit. Ja, wie gesagt, schade, dass wir nicht den zweiten Punkt noch mitgenommen haben. Wir sind da nochmal hohes Risiko gegangen am Ende. Aber ja, es hat heute nicht sollen sein. Trotzdem haben wir heute einen Punkt mehr als gestern. Und das ist nach so einer Durchstrecke für uns sehr, sehr wichtig. Auch wenn das da in der Kabine jetzt gar keiner hören will. Dankeschön. Frank Carstens, vielen Dank für dein Statement. Gibt es Fragen von den Pressevertretern? Fürs Protokoll, das ist nicht der Fall. Dann wünsche ich eine gute Heimreise, noch einen schönen Tag. Schließe hiermit die Pressekonferenz und wünsche alles Gute. Dankeschön.